So, schönen guten Nachmittag. Willkommen hier bei XOCare. Willkommen zum Podium-Talk. Heute haben wir Frau Dr. Karina Schick eingeladen. Frau Dr. Karina Schick arbeitet im Dr. Reusch-Institut in Westerburg. Sie ist dort angestellte Zahnärztin. Und Karina, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Ja, wie lange Zeit habe ich? Solange du willst. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich bin schon 12 Jahre bei Dr. Reusch. Ich kam nach Deutschland 2004. Zuerst war ich an der Uni Frankfurt 10 Jahre. Und ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Dr. Reusch, da war 2004. Da war ich gerade ein paar Monate in Deutschland. Da sind wir nach Berlin mit der ganzen Abteilung von Professor Lauer, von der Prothetik, da gefahren. Und da habe ich Dr. Reusch gesehen. Der war noch ein bisschen voluminöser, als der heute da ist. Und ich habe nichts verstanden, kein Wort. Aber ich habe nur gesehen, wie alle begeisterte Ärzte da, Standing Ovation. Und ich dachte, wow, wer ist das? Ich verstehe kein Wort, aber ich will so sein wie der. Und das war 2004. Und 2011 habe ich Dr. Reusch gesehen. Ich wusste nicht, wo der ist, wo die Praxis ist. Und dann war ich die Praxis besuchen und dann steht Dr. Reusch. Und da habe ich angefangen, 2011. Und seitdem bin ich da, bin ich auch super zufrieden. Ich bedanke mich auch an die ganze Praxis, an Dr. Reusch, an das Team. Und ja, das ist meine Geschichte. Und von einem Jahr, Entschuldigung, ich kam für ein Jahr nach Deutschland mit einem Stipendium von DAD, das ist Deutscher Akademischen Austauschdienst, und da bin ich jetzt schon 18 Jahre. Ja. Und du bist ja auch gleichzeitig auch noch ein Vorstandsmitglied von der AGETS-Gruppe, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Ergonomie in der Zahnheilkunde. Und über das wollten wir heute mal sprechen. Du hast uns da eine ganz tolle Statistik, über die werden wir da später sprechen. Erzähl uns mal ein bisschen, was die AGETS-Gruppe so macht. AGETS-Gruppe hat schon 50-jährige Geschichte. Die wurde genau 1937 gegründet. Früher war das Arbeitskreis Ergonomie. Und die Gruppe wurde durch begeisterte Zahnärzte, engagierte Zahnärzte gegründet. Wir dürfen nicht der Dr. Höfling aus Kirchen, Dr. Wagner oder Dr. Kimmel, der auch für die Konzepte, für Abteilung für die Konzepte zuständig ist. Und die haben zusammen mit Professor Schön die Gruppe, die Arbeitsgemeinschaft gegründet. Wir dürfen auch nicht der Dr. Hilger aus Düsseldorf vergessen. Das waren die Pioniere in der Ergonomie damals. Und Dr. Reusch ist in den 80er Jahren, als der die Praxis erweitern möchte oder modernisieren wollte, der ist auf der Helluflusskostkat von Dänemark gestoßen, der als Zahnarzt beraten hat bei der Herstellung dieser Geräte. Und da hat es angefangen, die Geschichte auch mit der Ergonomie. Und die haben deutschlandweit auch die Kurse gemacht. Und wie bin ich da gekommen? Weil eigentlich hatten wir sehr viele Interesse an die Ergonomie. Wir veranstalten verschiedene Kurse. Und da wurde ich auch gefragt von Professor Rottgers, der jetzt im Vorstand ist, Dr. Betz, Dr. Günther. Natürlich mit Unterstützung von Dr. Reusch. Und da bin ich schon ein paar Jahre drin. Und ihr arbeitet ja auch sehr stark an Publikationen. Und genau, die haben das ist SOPES-Studie. Das ist Studie für Optimierung der Ergonomie in der Zahnheilkunde. Die haben jetzt zwischen die letzten zwei Jahren über 10 Publikationen gemacht. Soll ich ein bisschen von der Studie erzählen? Ja. Sie wissen, wir wissen, dass die Zahnärzte viele Beschwerden haben an Rücken, Schulter oder hier im Nacken. Aber wir hatten keine jetzt richtige Forschung gehabt. Und die haben auch ganz viel geforscht. Die Ärzte oder Studenten hatten auch so Anzüge, wo wir die Bewegungen messen konnten. Aber hier war die Auswertung, da waren über 450 Probanden. Und wie Sie hier sehen, das ist gesamte Prävalenz von Muskel-Skeletterkrankungen. Und Sie sehen hier über 90% Zahnärzte oder Zahnmedizinstudenten unter Beschwerden hier im Nacken, Schulter und unteren Rumpf leiden. Und Sie können auch sehen, orange sind Frauen, wir sind hier mehrere Frauen, die Frauen leiden noch mehr an den Beschwerden. Und eigentlich nur, wenn Sie die Diagramme sehen, schauen Sie oben, 95% Zahnärzte lebenslang leiden unter Beschwerden. Das sagt schon,
sagt schon sehr viel. Da gibt es andere Studien über Medikamentösenangaben oder wie man richtig sitzen soll. Da sind auch Zahnärzte in verschiedenen Berufsgruppen untersucht worden. Ich sehe jetzt hier gerade, wie du gesagt hast, dass eigentlich Frauen hier noch mehr betroffen sind. Genau, hier. Wenn man jetzt bedenkt, dass man eigentlich weiß, dass die Zahnarztwelt ja immer weiblicher wird, es gibt immer mehr Frauen, die einsteigen in den Beruf, dann ist das ja eigentlich ein wirkliches Problem für die Zukunft. Ne? Ja. Und wie kann man jetzt eigentlich sowas vermeiden, deiner Meinung nach, dass man auf dieser Liste hier landet? Was muss man da machen? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ich bin nicht auf der Liste. Ja, genau. Zur Carina, eine Powerfrau, sie hat 4 Kinder zu Hause, arbeitet in der Praxis Dr. Reusch und sie sehen sie selber in Energiebündel und keine Probleme. Ja. Also erzähl uns einmal, Carina, wie kommt man zu diesem... Ich meine, das ist natürlich auch Arbeitseinstellung, aber das ist auch die Ergonomie. Wir reden doch darüber. Ich kam in die Praxis, habe ich Ihnen schon gesagt, von 12 Jahren, ich konnte nichts. Ich bin gewöhnt, Rechtsgeräte zu bedienen, habe ich auch von der Uni, wir haben auch so gelernt und plötzlich stand ich in der Praxis, wo solche Anhalt steht. Aber Sie brauchen echt ein paar Minuten oder Stunden, dass Sie sich umstellen können, aber das ist das, die ständige Kontrolle, das ist auch Praxisteam. Weil sie können sich, bringt nichts, wenn ich ergonomisch arbeite, aber meine Assistenz oder mein Kollege das nicht können. Und natürlich kennst du das Pavlov-Experiment. Das war russische Nobelpreisträger für Medizin. Sie kennen bestimmt oder vielleicht viele von Ihnen. Und die Schritte des Besitzes, das war Experiment mit den Hunden. Und die Schritte des Besitzes haben Speichelfluss bei dem so ausgelöst. Und das war Dr. Reusch für mich, weil der hatte so laute Schuhe, als der in der Praxis kam und ich habe ihn gehört, da war eigentlich meine Ergonomie perfekt. Ich habe immer perfekt gesessen. Jetzt sind die Schuhe weg, aber ich kann die Ergonomie. Natürlich, manchmal mussten wir auf Kompromiss gehen, weil der Patient nicht so gelagert sein kann, weil wir auch Erkrankungen bei den Patienten haben. Aber wir wissen trotzdem, wo die Ergonomie ist und dass da nur Kompromisse sind und dass meine Haltung in diesem Moment schlecht ist, aber ich weiß, ich kann das verbessern. Ja. Also du sagst, also und das kann die Umstellung zu dem Basiskonzept, zu der Schwinge oder der Peitsche, wie man sagt, war für dich eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Kein Problem. Ja, aber das war kein Problem, diese Umstellung auf dieses Konzept. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen was zeigen dazu, zu dem, was du gesagt hast? Wir haben ja eine Einheit hier, wir können euch ein paar von den Sachen, die ja Carina jetzt gesagt hat, zeigen. Vielleicht gehen wir mal zur Einheit rüber. Ja, gerne. Wir brauchen eine Patientin und ich nehme meine Freundin hier, wenn ich darf. Haben wir schon gefunden. Ja, ist leider schon vergeben, der Job. Ach so, wollen Sie auch? Wir können noch zweites Mal machen. Ja, warte. Ich zeige Ihnen noch was, darf ich, von Anfang an. Wenn die Patientin, du kommst dahin, die spricht kein Deutsch, ne? Die muss machen, was ich ihr zeige. Die Patientin, wenn die ins Zimmer kommt, sieht die Anheit so. Sie setzt sich. Ja. Und wir können den Stuhl automatisch aktivieren. Und das ist nur eine Position gestellt für Sie. Einfach, Sie können so einstellen, wie Sie arbeiten. Sie können mit dem Joystick die Position nachjustieren. Und jetzt abhängig davon, ob Sie in Ober- oder in Unterkiefer behandeln, ich meine, für Carmilla wird Unterkiefer angenehm, können Sie Nackenstütze hier positionieren. Und erst wenn die Patientin hier liegt, schiebe ich meine Instrumentebrücke rüber. Die ist über der Brüste der Patientin platziert und die sieht die Instrumente nicht. Das ist ja, finde ich, das Coolste, was man hier hat, weil ich die Instrumente direkt hier an der Patientin habe und sie kann nicht sehen, weil wir haben auch viele Angstpatienten, die einfach das vermeiden möchten. Und ich kann mich, das ist mein Assistent, Reinhard, du bist mein Assistent hier, mein Assistent. Kannst du das überhaupt? Jetzt kommst du. Ne? Ich habe schon mal gesehen. Okay, wenn wir zum Beispiel, können wir App zeigen. Wir haben Ergonomie-App. Firma XO zusammen mit Dr. Reusch hat Ergonomie-App entwickelt. Wenn Sie hier drücken und zum Beispiel mein Assistent noch nicht viel Ahnung über Ergonomie hat und wir haben heute die erste Behandlung. Sie können hier, heute sind wir zu zweit, drücken wir auf Duo und wir behandeln zum Beispiel Unterkiefer.
Warten Sie, ich gehe noch kurz zurück. Dann nehmen wir zwei Palatinal. Was müssen wir bei der Patientin machen? Wir lagen Oberkiefer in Nordposition. Camilla, ist das okay für dich? Was ich jetzt nur ändern muss, dass ich einfach meine Einheit nach oben schiebe. Und ich weiß, ich sitze in 12 Uhr Position. Und der Reinhard, wo bist du? Ich sitze hier bei dir. 15 Uhr Position. Ich kann mir das jetzt zurechtbringen. Genau, der kann sich die Saugerschläuche alles auf der linken Seite platzieren. Wenn ich zum Beispiel linkshändige Behandler wäre, da kann ich das alles hier innerhalb ein paar Sekunden auf die rechte Seite stellen. Und bei der Einheit, was ich toll finde, ich kann mich frei von hier von 8 Uhr, die hat so eine Wölbung hier, von 8 Uhr bis 1 Uhr bewegen. Und meine Assistenz, kommen Sie bitte hier, meine Assistenz. Und die kann, der Reinhard, kann ruhig auch bis 4 Uhr Position. Gucken Sie mal, der Mann hat nicht viel Ahnung über Assistenz, so wie die Zahnärzte auch die schlimmsten Assistenten sind. Aber der versteht schon, verstehen Sie? Und der kann von 4 Uhr, komm mit mir zusammen in diese Richtung, der kann sich auch hier frei bewegen. Bei der Einheit haben wir keinen Sockel unter, hier unten. Sie haben Platz für die Beine. Und natürlich mit der neuen Einheit, der Navigator, können Sie auf der linken Seite platzieren. Sie können auf der rechten Seite platzieren. Sie können hier Ihre Patientendaten eintippen. Eigentlich haben Sie alles hier. Sie brauchen keine externen Geräte, weil Sie alle möglichen Einstellungen hier haben. Soll ich noch weiter was erzählen? Erzähl mal, wie das mit den Instrumenten jetzt ist, weil es ist ja jetzt hier so, du musst ja jetzt nicht mehr rechts rübergreifen, du hast die Instrumente sehr nahe an dem Patienten. Genau. Das. Was sind da die Vorteile? Das ist Konzept 3, dass ich alles hier habe. Das ist jetzt, wenn ich hier rechts Instrumente habe, da muss ich mich ständig drehen. Und Sie wissen, die Arbeit von dem Zahnarzt, das sind präzise kleine Bewegungen mit den Händen, wo in der Mundhöhle. Ich will da bleiben. Ich will den Fokus von den Patienten nicht verlieren. Und deswegen auch, das ist die ruhige Behandlung, die ergonomische Behandlung. Ich habe keine Hektik, ich habe die Ruhe. Bei Dr. Roche in der Praxis haben wir Patienten, die wir stundenlang behandeln. Und stellen Sie sich vor, ich muss mich 100-mal drehen. Wir haben einmal gefilmt und bei einer Amalgamfüllung haben wir über 150 Wechselrichtungen festgemacht. 150 bei einer Füllung. Und dann hier habe ich alles bei mir. Ich kann auch solo behandeln. Ich kann hier die Instrumente nehmen. Ich kann mir mein Tränen hier reinklappen. Ich kann den auf der Seite stellen. Ich brauche nichts mehr. Ich habe meine Behandlung hier. Ich bin voll auf den Patienten fokussiert, meine Instrumente. Natürlich, hier kann ich auch alles haben, wenn ich mit Assistentin behandle. Aber wenn ich alleine bin, stelle ich mir hier alles. Ja, dass ich alles parat habe. Und natürlich, Vorteil ist, dass die Camilla, meine Patientin, die Instrumente nicht sieht. Und ich kann die alle Instrumente mit hier, mit dem Fußanlasser aktivieren und ich kann auch taktil hier die alle Funktionen ändern. Ich muss nicht weit nach rechts gucken, weil ich habe eigentlich nur einen kleinen Blickwinkel, kann ich hier alles umstellen. Und abhängig davon, was Sie mögen, ob Sie Endo machen, ob Sie Chirurgie machen, können Sie hier alles haben und brauchen Sie keine externen Geräte. Es ist ja auch wahrscheinlich hier das Gewicht geringer, weil das Ganze aufgehängt ist. Wie ist das für dich der Unterschied, wenn du jetzt mit einem Rechtsgerät vergleichst? Weil du hast die hier wesentlich... Ach ja, natürlich. Ich habe die, hab das Gewicht von unten. Ich habe Schlauch, ich habe das Winkelstück. Und hier können Sie später gerne ausprobieren. Sie haben alles hier. Das sind die best ausbalanciertesten Instrumente, die sich auf dem Markt befinden. Sie spüren das nicht, dass Sie was in der Hand haben. Und natürlich immer bei der Behandlung müssen Sie sich immer abstützen. Ne? Das ist auch die Ergonomie. Abstützung am Körper, Abstützung an der Zahnreihe, mache ich jetzt nicht. Oder Abstützung hier extraoral. Und Sie merken das nicht, dass Sie jetzt 4 Stunden bei Präparation das Winkelstück in der Hand haben. Ja, ich zeige die Begeisterung, weil ich begeistert bin. Ich arbeite nicht für euch, aber ich nutze eigentlich die Einheiten. Und ich habe das bei Dr. Reusch gelernt, ich habe das bei Dr. Strüder gelernt. Wir machen zusammen die Ergonomiekurse und ich bin total zufrieden. Super. Ist bequem? Wir kommen hier? Ja, Patientin sagte... Angenehm. Vielen Dank, Carina, für diese Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gibt es irgendwelche Fragen vom Publikum zum Konzept oder Prophylaxe, oder? Machen Sie viel Prophylaxe? Sie arbeiten sehr viel alleine, oder? Ja. Carina, zeig einmal, wie das beim Alleinearbeiten hier. Ja, mache ich gerne. Da lasse ich die Camilla noch kurz dran. Camilla, hier ein Stück viele.
Die Frau Doktor ist Prophylaxe-Assistentin, ja, macht also sehr viel Prophylaxe. Und ich soll Solo-Arbeit zeigen? Ja. Okay, ich kann mir die Position nachjustieren. Warte, so, okay. Die ist erst meine Hand, nicht, dass die jetzt hochkommt, meine Instrumente. Sie haben hier Ihre Instrumente, Hartinstrumente bei Alleinarbeit. Wir gucken, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, zeige ich noch hier. Wenn nicht, zeige ich Ihnen im Mund. Wir benutzen oft Optraget. Da brauche ich die Mundwinkel, brauche ich das gar nicht abzuhalten. Und ich habe zwei Hände frei. Ich mache meine Instrumente hier in der Haut, Saugerschläuche. Wenn zieht, mache ich die sogar hier. Da bin ich abgestürzt. Wissen Sie, das zieht auch nicht. Aber die sind auch super, wenn Sie die reinfallen lassen, die ziehen sich zusammen. Ne? Und dann, hier mache ich meine Prophylaxe. Mache ich nicht normalerweise, ne? Aber so wird gemacht. So wird gemacht. Ja. Aber behandle ich alleine schon. Ne? Behandle ich schon auch alleine. Ich habe keine, auch noch ausbalancierte Sitzposition. Die Damen mögen diesen Sattelstühle, die Männer nicht, vielleicht wegen der Anatomie. Ich bewege mich super, ich bin eigentlich bin immer schnell bei allem. Und hier mit dem Stuhl kann ich mich frei bewegen, in jede Richtung. Ich sehe, Carina, du sitzt auch sehr hoch, ja? Ja, aber ich mag diese Position. Ja. Ich bin abgestürzt, Sie brauchen ungefähr 120 hier Winkel, 120 hier. Und also hier 120 Grad ist eigentlich Stühle. Das, was wir früher gelernt haben, die 90 Grad, das ist falsch. Ah, natürlich, weil, Sie sitzen alle hier, Ergonomievorstellung, Sie sitzen ja. Alle falsch hier, weil hier 90 Grad ist. Ja, weil alle Sessel sind so ausgelegt, dass man... Ja. Weil wenn man 90 Grad, wenn man so hoch sitzt, dann macht das keinen Spaß nicht mehr. Aber wenn man natürlich so sitzt, dann ist das schwierig. Irgendwann wird man diesen machen. Ja. Desto höher Sie sitzen, desto mehr haben Sie die Kurvung automatisch. Und ich arbeite, ich sehe vielleicht so jung aus, aber ich arbeite 20 Jahre schon als Zahnärztin. Und ich bin auch aktiv, ich arbeite viel, da weiß der Reinhard, aber ich mache jetzt nicht viel Sport. Nur was geht's, aber ich habe 4 Kinder, ich laufe hinter denen und ich bin, wissen Sie, das macht mich fit. Und ich hatte noch nie Beschwerden gehabt, noch nie. Ja, und natürlich macht Spaß, ne, wenn so man eine Einheit hat. Gibt es sonst noch Fragen von irgendjemandem? Ich zeige Ihnen noch, wenn wir fertig sind. Auch wichtig, hier Hand, das kann ich machen oder meine Assistenz. Die Brücke auf die linke Seite schwingen und hier wieder meine Ausstiegposition. Da brauchen Sie zweimal klicken. Die Assistenz kann sogar hier auf dem Dashboard machen, weil sie hat den Fußanlasser nicht. Aber sie kann hier bedienen. Da sind die alle Einstieg-Ausstiegpositionen eingespeichert. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Ich sage auch danke. Danke an die Patientin und danke an Carina. Danke an euch, dass ihr heute kommen seid. Ich möchte abschließend noch sagen, die Gesundheit von eurem Personal in der Zahnarztklinik, das sollte die oberste Priorität sein. Vor allen Dingen bedenklich, dass man immer schwieriger wird, neues Personal zu finden. Also in diesem Sinne würde ich sagen, es ist wichtig, dass man diesen Schritt jeden Tag wieder neu begeht. Die Carina hat was Interessantes gesagt, das ist, sie haben eine Philosophie in der Praxis und diese Philosophie ist, gesund zu arbeiten, gut zu sitzen, gut zu sehen und eine gute Arbeit zu leisten. Und die muss man jeden Tag leben, diese Philosophie. Und dabei hilft auch ein Konzept, ein Basiskonzept 3, das heißt eine Schwinge, sehr stark dabei. In dem Sinne sage ich danke und danke an Carina. Darf ich noch Danke sagen? Danke bei Ihnen, dass Sie das gehört haben. Ich will mich auch bei Frau Dr. Ollendorf und Dr. Betz bedanken. Die haben uns die Folie zur Verfügung gestellt. Die Studien können Sie auch im Internet finden. Ich bedanke mich auch natürlich bei Dr. Reusch, wenn er das mal sieht, und bei der Praxis, bei meiner Assistenz, bei der Familie. Und an euch, ihr seid so ein bisschen wie meine Familie. Ich bin, immer willkommen. Ich bin seit 10 Jahren hier und ich komme immer gerne. Immer gerne. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne. Hier zeige ich Ihnen alle. Dankeschön.